Hallo Leute, schön, dass ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Und was haben wir heute? Heute haben wir die 50 größten Modular Buildings alternativer Hersteller oder anderer Hersteller, chinesischer Hersteller. Das heißt jetzt also, wir haben oder ich habe hier jetzt Modulers drin, die irgendwann mal rausgekommen sind. Und zwar direkt von einem Hersteller. Das heißt, keine Rebrick, Rebrick Mops Mobs oder irgendwie so keine Mocs, die irgendwie von einzelnen Shops rausgebracht worden sind, sondern nur von Herstellern. Es gibt ganz klar größere als die, die jetzt hier vorkommen, aber das sind dann eben so eine besonderen Mocs, wo ihr dann dafür dann auch ein paar hundert Euro bezahlt bei den Shops, die das dann irgendwie zusammenstellen per Hand oder wie auch immer. Also hier geht es wirklich um Hersteller und dort die größten 50 von oben nach unten sortiert gehe ich die durch. Ähm, einige bekommt man vielleicht noch nicht, andere bekommt man vielleicht nicht mehr oder schwieriger auf jeden Fall. Das wird auch beim ersten so sein, dass man das eher schwieriger kriegt. Ähm, ja, wir befinden uns auf jeden Fall unter 10.000, weit unter 10.000, sogar unter 8.000 mit dem größten. Ja, muss man auch sagen. Und ich gebe natürlich keine Garantie auf Vollständigkeit. Es mag was geben, was dazwischen liegt. Ich habe jetzt gesucht und gesucht und habe jetzt diese Liste zusammengestellt. Ob das jetzt alle sind, ob da doch noch größere dabei sind oder welche dabei sind dazwischen, die ich jetzt nicht mit drin habe, auch irgendwie die Teileanzahl, die schwankt manchmal ein bisschen hin und her. Ne? Also ich habe dann das genommen, was ich am häufigsten gefunden habe. Einige Sets gibt es auch von mehreren Herstellern, wie ich gesehen habe. Ich habe mich da für einen Hersteller entschieden, und zwar meistens den, wo es zuerst rausgekommen ist. Wenn dann welche nachgezogen haben, die sind jetzt hier nicht dabei. Auch wenn die vielleicht eine andere Teileanzahl haben, aber ich habe jeden nur einmal dabei. So, auf jeden Fall, ja. Gut, das einmal als Anfang, damit ihr Bescheid wisst, worum es geht. Noch eine kleine Ergänzung, ähm, was mir gerade einfiel: Es geht hier um Häuser, bei denen man die Stockwerke einzeln abnehmen kann und wo auch irgendwie ein Stockwerk drin ist oder auch eine Einrichtung drin ist. Ähm, weil zum Beispiel der Yellow Crane Tower von Tsingbao ist auch stockwerksweise abnehmbar. Aber das Ding ist trotzdem von drin total hohl, weil da sind gar keine Böden drin und somit auch keinerlei Einrichtungen und gar nichts. Das ist für mich kein Modular. Für mich ist ein Modular, dass da auch auf jeden Fall mindestens ein Boden drin ist. Also dass man erkennen kann, ich habe hier ein Stockwerk in der Hand. Und äh, das so einmal gesagt. So, jetzt fangen wir an mit dem ersten Set. Das ist Lepin 15016 Apple Square University. 7968 Teile, schon aus dem Jahre 2017. Ähm, ja, eins von den Lepin-Gebäuden, welches äh, nicht einem Lego-Gebäude direkt entspricht. Also sozusagen keins, was Lego bisher rausgebracht hatte. So, also auch sowas hatten die damals mit drin im Portfolio. Ist teilweise vielleicht noch zu bekommen aber denke ich mal schon ein bisschen schwieriger, vor allen Dingen, weil es bisher meiner Meinung nach von keinem anderen Hersteller rausgebracht wurde. Als nächstes haben wir dann Panlos Pan Brick 613002 Lunane, Lunatic Hospital, 7527 Teile und aus dem Jahre 2020. Dann haben wir G-Star 89103 Clock Tower Square, 7188 Teile, auch aus dem Jahre 2020. Super 18K ist das nächste mit der K128 Arkham Asylum. Das ist auch zusätzlich noch aufklappbar, zusätzlich zu den Stockwerken, die man abnehmen kann. 7111 Teile aus dem Jahre 2019. Dann haben wir wieder, nein, nicht wieder, wir haben Tiger 55121. Grand, Granny Tanks Hot Spring mit 6786 Teilen und 2020 ist das Set angekündigt worden. Wir kommen als nächstes wieder zu Panlos Brick 613001 Doctor Strange Sanctum Sanctorium 6564 Teile. Bereits im Jahre 2018 wurde das Set angekündigt. Ja. Dann kann man zusammen mit dem Lunatic Hospital, dem Arkham und dieses daneben noch als moderneres oder sowas alle nebeneinander stellen. Und das nächste kann man auch noch daneben stellen, nämlich von RAEL die 1008 The University 6146 Teile, auch aus dem Jahre 2020 angekündigt. Dann kommen wir zum ersten Sing-Bauset. Dürfte euch allen bekannt sein, XB01006, der Toys and Bookstore 5491 Teile. Bereits aus dem Jahre 2017, aber der ist immer noch zu bekommen. Wir kommen zum nächsten Set von Morg. 10190 ist denn die Setnummer der Name Toy Store Arful Square. 5419 Teile aus dem Jahre 2020. Ein Platz mit Powersand drumherum. Sieht eigentlich ganz witzig aus. Wieder Singbau XB01005. Das maritime Museum dürfte auch vielen bekannt sein. 5052 Teile aus dem Jahre 2017 bereits. Dann kommen wir wieder zu einem Lepinset 15015 L. Rivendale Museum of Natural History. 5003 Teile auch aus dem Jahre 2017 ist auch schon sehr viel schwerer zu bekommen im Moment. Vielleicht bringt es ja mal irgendein anderer Hersteller raus. Als nächstes Zingbau, eins von den neuen Gebäuden XB01009 Europa Grocery Store. 4.953 Teile aus dem Jahre 2020 angekündigt, kam aber erst, glaube ich, dieses Jahr so Anfang des Jahres raus. Dann haben wir Morg 10188, das Hospital, 4.953 Teile, genauso wie das vorige Grocery Store, 2020 angekündigt. Ja, wer immer schon mal ein Krankenhaus haben wollte, was so ein bisschen älter aussieht, nicht so modern ist, der ist damit, glaube ich, gut beraten, würde ich denken. Dann haben wir noch ein Morg-Set und zwar Central Perk Big Bang Theory Modular 10189. Die Setnummer 4638 Teile aus dem Jahre 2020. Ein Mischmasch aus dem Central Perk und der Big Bang Theory und übereinander gebaut als Modular. Da hat man sozusagen zwei Sets, die es von Lego so einzeln gab, zu einem Gebäude kombiniert. Und wir kommen zu LePin wieder 15017 Bookstore and Starbucks. 4616 Teile aus dem Jahre 2017. Auch äh, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Hm? Ähm, und noch ein LePin 15031 Modular Construction Site. 4425 Teile 2017. Ähm, ja, ich hoffe ja mal, dass diese LePin-Sets irgendwann von jemand anderem neu aufgelegt werden. Das wäre eher schön. Ähm, weil so schlecht sind die Gebäude gar nicht. Jetzt kommen wir zu einem Set. Das hatte ich erst letztes Mal in meinem Wiki. Von Hang die 86007, das Corner Café mit 4.314 Teilen, demnach aus dem Jahre 2021 angekündigt. Ähm, ich glaube, das, ich weiß gar nicht, gibt es das schon, hat man das schon einmal gesehen? Ich weiß es gerade nicht so genau. Dann haben wir noch mal LePen 15034, der Bike Shop mit 4.210 Teilen aus dem Jahre 2017 wieder. Da gibt es eine Neuauflage, die sieht aber nicht ganz genauso aus, die kommt später noch mal. Morg 32101 Diagon Alley Bank, ja, aus Harry Potter, die Gringotts Bank steht ja auch auf dem Schild drauf. 4185 Teile im Jahre 2020 angekündigt. Dann nochmal Morg, ähm, und zwar das Hotel 10182. Ähm, gibt's auch von Orga, bin ich ja, steht eigentlich Orga auch drauf auf dem Bild. Warum steht hier Morga? Ich glaube, das ist eher Orga. Ähm, 4143 Teile, 2020 habe ich mich wohl verschrieben. Also Orga, ganz klar. Ähm, dann Rael, 10005 Street Shoes, ähm, 4087 Teile, 2020 angekündigt. Ja, ein relativ normales Gebäude, finde ich. Aber kann man trotzdem in seine Stadt stellen. Ähm, auf dem Bild steht 3750 Teile. Das ist das Problem, was ich gerade meinte vorhin. Es gibt verschiedene Hersteller, die haben verschiedene Teile. Ich habe anscheinend ein Bild vom anderen Hersteller erwischt. Ähm, die Israel hat auf jeden Fall 4087 Teile, so habe ich es auf jeden Fall gelesen. Also bitte ich zu entschuldigen. Dann kommen wir zum ersten c set QL0924 Old Town Pub, 4030 Teile, 2020 rausgekommen. Multking 16.01.0 Corner Post Office. 4030 Teile, wie das vorige 2020 angekündigt. Ja, Post Office, aber das könnte auch alles andere sein, vom Aussehen her. Dann haben wir nochmal Multking 16.042. Die Eislet Bar. Ähm, 3992 Teile, 2020. Richtig schickes Gebäude. Habe ich hier auch schon liegen. Kommt mal demnächst auf meinem Kanal. Als nächstes Dingau DG 2004 Bakery and Barber Shop 3968 Teile aus dem Jahre 2020. Und dann nochmal Xingbao XB01020, das shiny seattle also das erste Set aus ihren chinesischen Gebäuden, hat es hier reingeschafft in die Liste 3820 Teile aus dem Jahre 2018. Nun kommen wir wieder zu Multkeng und äh, zwar das Charnel oder Chanel ja, Amsterdam Gebäude 16021, 3770 Teile aus dem Jahre 2020. Und nochmal Morg, der Bikeshop. Und das war das, was ich vorhin meinte. Ähm, Bikeshop kommt nochmal, aber das rechte, oder rechte Gebäude sieht anders aus. Ähm, das ist die 10181 Eben auch der Bike Shop 3770 Teile, hat weniger Teile als das andere, obwohl das andere kleiner und gedrungener aussah. Vielleicht mehr in der Einrichtung oder wie auch immer. Und nochmal ein Morg-Set und zwar das Brick Bricks Square Post Office 10198, 3716 Teile, auch aus dem Jahre 2020. Nun kommen wir zum Multking 16011. Christmas House 3693 Teile aus dem Jahre 2020 und wieder ein Orgelgebäude 101 197 The Queen Victoria ähm, 3678 Teile auch aus dem Jahre 2020 angekündigt. Ja, was kommt als nächstes? Das ist Zingbau, wieder eins von den neuen Europa-Gebäuden, XB01010, Europa-Toy-Store, 3610 Teile, rausgekommen dieses Jahr, angekündigt letztes Jahr, ja, kam wieder ein, 16037 Sanctorium, <laughs> schon wieder ein Sanctorium, 3588 Teile, 2020 rausgekommen und dann sind wir auch schon beim nächsten, nämlich CGAU QL 0920 Romantic Restaurant mit 3577 Teilen und aus dem Jahre 2019. Jetzt kommen wir zu Hengtai 85016 Forest Villa, at tree in the house, 3495 Teile, sehr viel Glaspaneele oder Plastikpaneele durchsichtige aus dem Jahre 2020 ist das. Ja, irgendwie mal was ganz anderes vom Stil her. Auf jeden Fall schon schick gemacht. Zipo XP93220 Starbucks Coffee ähm, 3480 Teile und aus dem Jahre 2020. Ja, könnte auch so ein altes römisches Café sein, so vom Aussehen her mit den Flacken an der Seite und so. Aber gut, machen wir weiter mit Cegau Corner Mall QL0919. 3474 Teile aus dem Jahre 2019. Wieder ein Ohrgebäude. 30105. Das Lighthouse. 3452 Teile und auch aus dem Jahre 2020. Und Multking 16004. The Café. 3430 Teile. Auch wiederum relativ neu. 2020 angekündigt. Glaube ich, die ist ja rausgekommen. Insofern noch recht frisch. Und nochmal Orgel 30107 Fisherman's Club, 3384 Teile und aus dem Jahre 2020. Als nächstes kommen wir zu G-Star 89100. Das ist auch vom letzten Weekly und auch hier ist wieder kein G-Star-Foto, sondern ein so ein Rebrick-Foto mit einem Lego, woraus man es rebricken kann. Aber ist es ist noch nicht raus, deswegen gibt es anscheinend noch kein Foto von G-Star, keine Ahnung. European Jazz Café ist das 3369 Teile aus dem Jahre 2021, also sehr, sehr frisch. Dann wieder Orgel 30103, Boothaus Diner 3353, Teile ähm, 2020. Ich glaube, ich war eben verrutscht beim Jazz, waren es 3339. Ähm, kann sein, dass ich hier in den zeile gerade verlotscht war. Noch ein Orgel-Set UG 10181, Joker Park. 3.329 und 2.020 das Jahr. Dann haben wir wieder Zingbau XB-01003, das Yi Hong Brosel, 3.320 Teile aus dem Jahre 2017. Dann nochmal Zingbau 01008 Europe, wieder ein Europagebäude. Flower Room heißt das, 3.310 Teile aus dem Jahre 2020. Und nochmal Zingbau XB-01025, der Zen Yuan Feng äh, mit 3295 Teilen und aus dem Jahre 2020. Jetzt kommen wir wieder zu einem Orgel Set 30106 Ship, Re Ship Repair Yard 3281 Teile aus dem Jahre 2019. Dingau ist das nächste DG203, Corner Hotel 2800, 2280 Teile. Aus dem Jahre 2020 schickes kleines Café, finde ich. Dann nochmal zwei Sing Bau-Sets, XB01030, der Cheng Le 3275 Teile und 2020 als Jahr. Und das letzte Set überhaupt. Und Sing Bau wieder, XB01002, Chinese Pub oh 3267 Teile. Aus dem Jahre 2017. Das waren 50 Sets, Leute. Das ging ziemlich schnell, denke ich mal. Und ähm, ja, ich hoffe, euch haben die Häuser gefallen. Also für mich sind da einige dabei, wo ich sage, so, boah, sehen richtig geil aus. Aber gerade bei Häusern muss man ja immer mal ein bisschen auf den Platz achten. Also äh, ja. ja, sag ich mal so, das wird langsam sehr, sehr klappt bei mir. Ähm, so die Hausplätze, pf, da sind nicht mehr wahnsinnig viele frei. Vielleicht kann ich oben um den Schrank welche stellen, aber das ist auch immer nicht so schön, dann sieht man die ja gar nicht. Aber es sind schon schicke Häuser dabei, das muss man ganz klar sagen. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen, über ein Abo natürlich auch. Oder auch ein Kommentar von euch, welche von den Häusern gefallen euch am besten. Welche habt ihr vielleicht schon selbst gebaut? Welche gefallen euch nicht? Ja, schreibt das doch mal unten rein, würde mich freuen und dann. Also Sage ich auch schon wieder Tschüss. Ne? Sehr viel mehr gibt es ja nicht zu sagen. Also ich wünsche euch noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Video.